Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Adventskalender 2020. Mit vielen Ideen rund ums Thema Weihnachten. Mit Karten, mit Verpackungen, Geschenkideen, Krippen to go und mit tollen Deko-Ideen für euer Zuhause. Schaut gerne auch bei meinem Adventskalender 2019 vorbei, den verlinke ich euch oben unter dem weißen i. Dort könnt ihr ganz viele tolle Kartenideen mit passenden Verpackungen entdecken und was man Schönes verschenken kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbasteln. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine Idee für einen Adventskalender, für ein Geschenk zu Weihnachten oder vielleicht auch für ein Geschenk für eine Freundin, die am Winter Geburtstag hat oder im Januar auch oder so. Also ihr seht, ihr könnt es super vielseitig einsetzen. Als erstes zeige ich euch jetzt mal die Herbstversion einfach vom Jahreszeittechnischen. Ist das natürlich das Erste. Ich habe hier eine Box mit einem Dankeschön gebastelt und habe den Hintergrund gestempelt mit einem Stempelset, das wir heute auch verwenden. Seht ihr das? Und hier habe ich mit den ewigen Zweigen gearbeitet und so und einfach so eine herbstliche Verpackung gemacht. In Zimtbraun als Grundgestaltung. Die Adventskalenderbox, die sieht so aus. Da habe ich ganz viele verschiedene gemacht. Ich zeige euch mal kurz meine Kiste, denn, also vielleicht blende ich euch auch ein Foto ein, weil ich nicht weiß, ob ich euch das so gut ins Bild halten kann. Ich habe hier 26 Verpackungen gemacht. Die zeige ich euch natürlich auch gleich nah und erkläre ich auch warum. Und zwar ist es so, bei uns im Team haben wir dieses Jahr einen Adventskalender gemacht und ich hatte das Türchen Nummer 2, deswegen steht hier auch nur 2. Und habe mir dann hier so eine Verpackung überlegt und die habe ich rundherum designt um ein kleines Geschenk für meine Mädels. Das ist noch so ein kleiner Gruß von mir. Und zwar ist hier drin ein Stifteset in 3 verschiedenen Farben. Ist natürlich, glaube ich, ganz super geeignet für Geschenke zum Beschriften an Weihnachten oder auch sonst. Wenn man zum Beispiel auch so einen Kalender selber basteln möchte und den verschenken möchte, dann braucht man auch immer solche Stifte. Und deswegen haben wir gedacht, das wäre vielleicht eine süße Idee für meine Teammädels und habe hier 26 Verpackungen gebastelt, weil wir 26 Teilnehmerinnen sind, dann haben wir ein bisschen länger was davon. Und die Verpackung könnt ihr also super gestalten als Adventskalender. Ihr könnt natürlich die Größen abwandeln. Die Designs habe ich hier alle in diesem Designerpapier gehalten, da kann ich euch nachher auch noch was zeigen. Im Hintergrund sind hier die Stehflocken aus einem älteren Set, sieht man hier noch ein bisschen besser von Farbkontrast. Und genau, also ihr könnt es auch ganz normal als Geburtstagsgeschenk gestalten oder vielleicht einer lieben Kollegin auf den Tisch legen. So mit Stiften drin, finde ich, das ist eigentlich eine süße Idee. Oder wie gesagt, auch als Adventskalender gestalten und den dann auch so aufstellen. Und da halt immer unterschiedliche Süßigkeiten reinmachen. Also das wären jetzt so meine Ideen. Wenn ihr euch wundert, dass das jetzt erst kommt, das Video, es ist ja schon nicht mehr vor Dezember. Natürlich, meine Mädels dürfen es vorher noch nicht sehen. Die kriegen es ja erst am 2. Tag, also 2. Dezember ist mein Türchen, wie gesagt. Und deswegen wollte ich auch das Video nicht vorher schon zeigen. Und was ich mir jetzt aber noch gedacht habe, wenn ihr das Video jetzt erst seht und erst nächstes Jahr diesen Kalender basteln wollt, könntet ihr auch diese Idee abwandeln als Wintergeschenk für eine gute Freundin. Ich habe hier Eisblüten gemacht. Also das machen wir heute auch zusammen. Das zeige ich euch, wie das geht. Ich habe jetzt hier ein großes Dankeschön drauf gemacht und eine Blüte. Wir machen es heute nochmal ein bisschen anders, dass ihr wirklich ganz viele verschiedene Ideen bekommt, wie ihr das gestalten könnt. Aber ihr könnt natürlich auch einen Geburtstagsgruß da drauf schreiben, stempeln. Genau, hier ist die Box jetzt aus Babyblau. Hat jetzt noch keine Füllung, aber würden die Stifte natürlich perfekt reinpassen. Und meine Boxen hier sind aus Heideblüte mit dem Designerpapier. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, genau. Bei meinen Adventskalendern ist mir irgendwann mal das Papier ausgegangen. Und ich musste dann, glaube ich, noch 3 oder 4 Verpackungen basteln. Und dann habe ich mir einfach mit denselben Farben und einem älteren Stempelset den Hintergrund selber so gestempelt. Also wenn ihr wenn ihr mal in eure älteren Stempelsets reingeht und da so einen Hintergrund mit Schneeflocken habt oder so, dann könntet ihr das auch so gestalten und selber den Hintergrund stempeln. Ich finde, das sieht auch richtig schön aus und sieht auch aus wie ein richtiges Designerpapier. Und wenn ihr euch da einfach an den Farben eures Designerpapiers haltet, also an eurer Wahl, dann habt ihr da auch echt ein super schönes Designerpapier. Und ihr könnt dafür zum Beispiel auch aus dem aktuellen Katalog, dem Herbst-Winter-Katalog, hier unten dieses Schneeflockenwünsche verwenden. Das wäre auch ein schönes, schönes Hintergrundset. Da gibt es auch die Stanzformen dazu, also mit dem kann man das auch super gestalten. So, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht, jetzt geht es nämlich wirklich los. Wir machen heute eine Box als
Weihnachtsgeschenk, also noch ein bisschen weihnachtlicher, aber trotzdem in diesem Eisblütendesign, weil ich das total schön finde und mal was anderes. Und so kann man das auch super an eine Freundin verschenken, die ja vielleicht im Winter Geburtstag hat und auch mal Blumen möchte. Kann man ja auch mal so sehen. Okay, an Material habe ich einmal benutzt: Flüsterweiß extra stark, Blütenrosa und Pfauengrün. Und ich glaube, das war's. Ja. An Papierzuschnitten braucht ihr einmal ein Papier. Das hat das Maß 16,2 x 15,25 oder 6 Inch, also 15,25 cm sind 6 Inch. Und ein Stück in 20 x 9 cm, Babyblau, das falzen wir uns gleich zusammen. Und dann habe ich einfach noch Reststücke in Blütenrosa, Flüsterweiß und Pfauengrün. Und wir fangen jetzt an, bevor wir falzen, gleich mit Stempeln. Ich nehme einfach ein Schmierpapier unten rein. Und stempel mir das Ganze jetzt mal in diesem Eisblütendesign, möchte ich ganz gerne bleiben. Und ich nehme mir als Stempelset heute einmal die zauberhaften Grüße, die haben diese Bestellnummer. Dann diese Bestellnummer, die Beautiful Friendship, da nehmen wir uns raus die große Blüte. Das ist eigentlich eher eine Pfingstrose, aber ich dachte für so Eisblüten, irgendwie fand ich das sehr schön. Das hat so diesen Aquarell-Touch und man kann das auch mal einfach für den Winter nutzen. Und damit wir noch so ein bisschen Wintereffekt haben, habe ich hier noch die kleinen Schneeflocken aus dem Life is Beautiful Stempelset rausgenommen. Und die zauberhaften Sprüche, da könnt ihr, wenn ihr zum Geburtstag das zum Beispiel gestaltet, weißt du was, du bist zauberhaft verwenden. Großes Dankeschön. Also da gibt es auch ganz viele schöne Sprüche. Ich werde wahrscheinlich wieder ein Dankeschön machen, weil ich das einfach am meisten brauche. Und deswegen, ja. Gut, und dann legen wir los mit Stempeln. Ich nehme mir jetzt als Farben Pfauengrün und Blütenrosa. Und wo ist Babyblau? Oh Gott, das ist schon ganz schön blass, Babyblassblau. Genau, diese Farben nehme ich. Und starte jetzt mit dem größten Stempel. Das ist dieser schöne große Blütenstempel. Den mache ich in Babyblau. Und ich nehme hier immer den zweiten Abdruck. Also ich nehme einmal die Farbe komplett auf. Und nehme mir dann, stempel mir das einmal ab, nehme mir dann den zweiten Abdruck, weil ich wirklich nur dieses ganz Dezente haben möchte. Seht ihr das gut? Das sieht so schön aus. Ich liebe dieses Stempelset. Und ich drehe mir das den Stempelblock immer ein bisschen, dass ich nicht immer überall den gleichen Abdruck habe. Und gehe mir da einmal über mein Papier. Oder es ist jetzt nicht so schön angegangen. Soll ich sie riskieren? Ich habe in der Mitte nicht drauf gedrückt. Naja, wir lassen es jetzt mal so. Es ist schade. Oder ich drehe es mir einfach um. Zweiter Versuch. Also wirklich gut überall drauf drücken. Ich nehme euch jetzt dann, glaube ich, auch gleich ein bisschen näher heran. Ihr seid heute ziemlich weit weg. Komm mal näher hier. Und. Genau, gehen wir da noch so drüber. Und immer dran denken, dreht ruhig den Stempel ein bisschen. Wenn die jetzt so unterschiedlich von der Stärke sind, das macht gar nichts. Das schaut richtig schön aus, seht ihr? Also so ein toller Abdruck. Und man muss auch nicht immer mit dem ganzen Stempel drauf gehen, man kann auch einfach nur mit einer Ecke reingehen. Genau, und dieses Unterschiedliche ist, wie gesagt, echt schön. Jetzt mal noch nicht so viel, aber wir haben ja noch andere Stempel. Diesen kleinen Rosenstempel, den hier oben. Den mache ich in Blütenrosa. Und auch hier nehme ich immer den zweiten Abdruck. Also ich möchte es insgesamt total dezent halten. Und auch hier wieder dran denken, immer schön drehen. Und wenn ihr das macht, ihr werdet sehen, euer Papier wird immer anders werden. Es wird immer unterschiedlich. Und dann nehme ich noch Pfauengrün und die kleinen Schneeflocken, die ich euch gezeigt habe. Und hier nehme ich tatsächlich den ersten Abdruck. Ui, der ist sehr satt. Ja, nicht unbedingt zu viel machen, das sage ich immer, es ist aber schwierig, ich kann eigentlich nicht aufhören. Vielleicht geht es euch ja auch so, und da oben können wir noch einen hin tupsen. Also man sieht ja nachher eh nicht mehr alles, weil wir ja auch Falzlinien haben und dann verschwindet auch manches. Und wenn wir jetzt schon beim Stempeln sind, nehmen wir uns noch ein Stück Flüsterweiß und stempeln uns noch den Spruch in Pfauengrün auf. Ich habe jetzt hier großes Dankeschön,
Wenn ihr, wie gesagt, zum Geburtstag oder so, oder auch zu Weihnachten, natürlich könnt ihr die Box zu Weihnachten gestalten, dann macht ihr halt euren Weihnachtsspruch drauf. Das ist ja gar kein Ding. Ich habe gedacht, ich zeige euch einfach mal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, es gibt ja auch viele Geburtstagskinder, die vor Weihnachten Geburtstag haben und so vielleicht nicht unbedingt die komplette Weihnachtsverpackung schon möchten. Die kriegen sie dann zu Weihnachten. Okay, gut, dann haben wir unsere Stempelarbeit schon fertig und können ans Falzen gehen. Dazu nehme ich mir jetzt mal meinen Papierschneider und jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Tipp zeigen. Also zum einen, wenn ihr das Papier euch zuschneidet, habt ihr ja einmal das Maß 16,2. Das ist die etwas längere Seite und das ist am Papierschneider ein bisschen schwer zu sehen. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal ganz kurz beinahe. Ihr seht jetzt, wo mein Papier ist und wenn ich das wegnehme, das ist genau diese Kante, ist 16,2. Da könnt ihr euch orientieren. Und das andere ist, die andere Seite ist jetzt 6 Inch. Das heißt 15,25, das ist hier bei dieser Pfeillinie. Seht ihr diesen kleinen Pfeil bei 6 Inch? Da könnt ihr euch das super falzen. Okay, und wir falzen uns jetzt, Achtung, da müssen wir jetzt gut aufpassen, wir dürfen jetzt diese 15,25 Seite nur falzen, also diese 6 Inch Seite. Und das fange ich jetzt an, hier auf dieser Seite bei 2,1 cm. Da lege ich es mir hier bei 2,1 an. Und Achtung, meine Falzklinge ist gerade rausgehüpft, wieder reingebaut und mit der hellen natürlich falzen. Dann drehe ich mein Papier so, dass meine Falzlinie auf der linken Seite ist und mache weiter bei 7,2 cm. Dann bei 9,3 cm und bei 14,4 cm. Dann haben wir hier noch so eine ganz schmale kleine Klebelasche. Und mein anderes Papier, das in Babyblau, das mit dem Maß 20 mal 9 cm, falze ich mir auch einmal komplett außenrum bei 2 cm und da mache ich es auch wieder so, dass ich es immer hier auf der rechten Seite anlege, dann falze. Wenn ihr den Adventskalender draus machen möchtet, dann braucht ihr ja mehrere Verpackungen und dann bekommt ihr aus einem DIN A4 immer drei von diesen Unterteilboxen, von diesen hier. Dann schnappe ich mir meinen Papierfalter, ups, diese Nummer, schon ein bisschen abgegriffen, und falze mir alle Falzlinien einmal nach. Und zwar einmal alle, die an der Box und natürlich auch alle, die außenrum gehen. Und diese Hülle. Und wie gesagt, wenn ihr einen Adventskalender macht, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt einfach Designerpapier anstatt dem selber gestempelten, dann seid ihr natürlich viel schneller. Dann geht das auch gut hier zu, geht die Verpackung. Dann nehme ich mein Abreißklebeband und klebe mir das, das ist wirklich ein bisschen eng bemessen, aber es passt genau da drauf, auf meinen ganz schmalen Streifen. Und zwar liegt jetzt dieser schmale Streifen unten, das ist die Klebelasche. Dann ist der Kleber drauf und dann stecke ich mir die Ecken einfach noch so ab. Und habe jetzt hier mein Außenrum und meine Box schneide ich mir so zu. Das kennt ihr schon, da habe ich euch auch schon eine tolle Herbstbox gezeigt. Dass ich mir hier an der Falzlinie entlang nach oben schneide, eine kleine Ecke rausschneide und dann hier nochmal den Rand so abschräge. Seht ihr das gut? Und das mache ich auf der anderen Seite einfach genauso. So, ich kann euch auch diese Herbstverpackung, die ich da gebastelt habe, mit euch auch mal schnell zeigen, weil die liegt noch neben mir, wenn ich hinkomme. Ich habe heute nämlich Drehtag. Ich zeige euch mal ganz kurz diese Verpackung. Ich meine, die ist jetzt natürlich herbstlich, ist so eine Ziehverpackung geworden. So ähnlich vom Prinzip her, vom Aufbau. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i. Dann könnt ihr auch mal gucken, wie man die Box in kleiner macht. Wenn ihr jetzt den Adventskalender ein bisschen kleiner möchtet, habt ihr da super die Maße, wie ihr das gestalten könnt. Dann kleben wir uns die Box zusammen. Ich habe jetzt den Klebestreifen, diese Hülle entfernt und ich lege mir das immer so hin als kleinen Tipp und gehe mir erstmal nur in der Mitte. Ich lasse das hier ein bisschen nach oben und drücke mir das hier ein bisschen fest. Seht ihr das? So klebt es jetzt nur an dieser Stelle. Ich habe aber oben und unten den richtigen Rand und jetzt klappe ich mir das hier so rüber und streiche mir das einmal fest. Ich weiß, viele machen das so, dass sie das einfach platt hinkleben, aber dann ist es manchmal zu eng oder nicht genau an dieser Kante. Ich möchte es immer relativ genau haben und deswegen
finde ich, ist es so mit dieser Mitte als erstes immer am allerbesten. Und meine Ecken, die klebe ich mir einfach ein bisschen mit Flüssigkleber an. Die kommen hier auf die Klebelaschen drauf. Alle vier. Und dann ist die Box auch schon gleich zusammengeklebt. Ups. So. Beim Flüssigkleber muss man immer einen kleinen Moment warten, bis der angezogen ist. Also da mal ein bisschen drauf drücken. Und hier auch einfach so zusammenkleben und schön andrücken. Ich habe ein bisschen zu viel Kleber erwischt. Jetzt habe ich es wieder an den Händen. So ist das. Und jetzt schnappe ich mir noch schnell meine kleine Stanze, die 1/2 Inch Kreisstanze, und mache mir hier, das ist der Unterschied zu der anderen Verpackung, einfach so einen kleinen Eingriff rein. Ungefähr mittig. Und natürlich nur die Hälfte oder ein bisschen weniger als die Hälfte von dem Kreis. Und schon haben wir unsere Verpackung, halt, die klebt ja noch nicht richtig, fertig. Jetzt achte ich darauf, dass meine diese Kante nach hinten zeigt, also und nach unten, dass dieser Schlitz, der da entsteht, nicht nach oben zeigt. Und baue meine Box zusammen und sie passt. Und jetzt habe ich hier den Stempelabdruck, der nicht so stark angegangen ist. Deswegen drehe ich es mir nochmal um. Und mache das nochmal auf diese Seite, weil hier kommt dann nachher das Etikett noch drauf. Okay, und dann können wir schon ans Stanzen gehen. Zum einen möchte ich euch kurz zeigen, bei meiner Geburtstags- oder meiner Dankeschön-Box habe ich ja hier so eine Blüte ausgestanzt. Und die ist aus diesem Set, wo man so 3 Blüten auf einmal ausstanzen kann. Da habe ich mir einfach eine hier abgeschnitten schön. Und da zeige ich euch mal kurz, das ist aus diesem Stanzset besondere Bordüren, dekorative Bordüren heißt es, diese Blüten, dieses Blütenelement. Da müsst ihr euch zuerst diesen Teil durchstanzen und dann noch diesen zweiten genau anlegen und nochmal durchstanzen. Dann habt ihr dieses wunderschöne Blumenelement. Und ich fand, das passt jetzt auch ganz gut für eine winterliche Blüte. Und was wir jetzt eben machen, wir machen es ja doch jetzt ein bisschen mit Sternchen. Ich nehme jetzt die bestickten Sterne, dann nehme ich mir auf jeden Fall die große Sternform und vielleicht noch eine von den kleinen. Und dann habe ich noch ausgewählt, so hübsch bestickt. Dann nehme ich mir diese Rahmen, diese rechteckigen Rahmen raus. Das ist Größe 2 und 3. Und eins habe ich mir schon ausgestanzt in Blütenrosa. Und das andere stanzen wir uns jetzt gleich zusammen. So, und jetzt habe ich mir das einfach aufgelegt und stanze mir jetzt aus dem kleinsten Rechteck das Flüsterweiß aus. Und dann eben noch ein paar Sterne und diesen wunderschönen Sternenschweif. Und kurbel mir das einmal durch. Und ich habe es dieses Mal so gemacht, dass ich mein großes Dankeschön schön in die Mitte gelegt habe. Das habe ich ja bei meiner anderen Box ein bisschen anders gestaltet, weil da unten die Blüte war, habe ich es eher nach oben gelegt. Aber dieses Mal machen wir es ein bisschen mehr in die Mitte. Genau. Dann baue ich mir das nur schnell wieder aus hier. Schwuppdiwupp. Das sind schon alle meine Sternchen. Aufpassen, dass man keine Stanzform verliert, das wäre sehr schade. Und dann geht es schon an die Dekoration. So, und da habe ich mir gedacht, da machen wir noch einen kleinen Clou. Als erstes klebe ich mal mein weißes Etikett auf mein blütenrosanes Etikett auf. Mit Flüssigkleber. Schön mittig. Da können wir mal gucken, ob wir dann nachher da so ein Sternchen drauf machen. Vielleicht auch das große, mal gucken. Und da habe ich mir jetzt gedacht, könnte man es so machen, dass man diesen wunderschönen, diese wunderschönen Sterne einfach auseinanderschneidet und die noch so ein bisschen in den Hintergrund klebt. Und zwar habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal so, also dass ich die hier in der Mitte auseinander trenne, dass die rechts und links einfach noch ein bisschen besser rausschauen. Und die klebe ich jetzt einfach auf mit Klebepunkten, die ich so ein bisschen in den Hintergrund mache. Ups, aufpassen, dass man die nicht. Das ist sehr filigran jetzt, aber das passt. Ich lege mir das mal so ein bisschen nach oben. Halte mir mein Etikett hin, wie das so aussieht. Ah, das ist schön. Und dann soll es hier unten auch noch so ein bisschen rausschauen. Ah ja, vielleicht so, dass man den Stern hier noch sieht. Das wäre toll. Weiß nicht, ob man dann hier überhaupt noch einen Stern hinsetzen soll oder eher da oben oder eher da. Aber das können wir immer noch machen. Wir machen jetzt erstmal das noch hin.
mal so. Und dieses Etikett, das klebe ich mir jetzt einfach hier mit Dimensionals auf. Und dann nehme ich auch immer gerne die Randstücke. Die habe ich mir immer in so kleine Stücke geschnitten und dann hat man dann eine schöne gerade Fläche und hängt nirgendwo was durch oder so in der Mitte meistens. Hinten noch diese Schutzfolie abtrennen und dann sieht das jetzt schon mal ganz schön toll aus. Yippie. Klebe ich mir das schön gerade hier auf. Ist schon noch ein bisschen weihnachtlicher auf jeden Fall, ohne Blüte jetzt. Ja, ich finde eigentlich schon, dass da noch was hingehört. Da kann man schon noch ein Sternchen hinmachen, aber vielleicht lieber das Kleine. Dann nehme ich mir jetzt auch nochmal so einen Klebepunkt und räume den so klein wie möglich, dass ich mir den unter meinen Mini-Stern hier setzen kann. Dass man da so wenig wie möglich Kleber sieht. Ein bisschen sieht man. Ihr könntet das auch mit Flüssigkleber. Naja, ich glaube, ich mache es sogar mit Flüssigkleber, mit einem kleinen Tupsen. Oder mit Präzisionskleber könnt ihr es auch machen. Nur wirklich drauf schauen, dass ihr da nicht zu viel Kleber habt, dann sonst batzelt es raus. Huch. Und dann setze ich mir den hier noch hin. Und dann habe ich mir gedacht, könnte man noch ein bisschen Glitzi verteilen. Und hier könnte man jetzt eigentlich auch die Perlen nehmen. Ich habe mir vorher die Glitzersteine genommen, aber ich finde jetzt hier die Perlen noch ein bisschen dezenter. Und benutze jetzt hier eben die Perlchen. Also es ist jetzt nicht so eine typische Winterverpackung, finde ich, mit den Blüten. Das war eben der Gedanke, dass man halt auch einfach mal ein paar Blümchen im Winter oder zur kälteren Jahreszeit verschenken kann. Jetzt wieder die Sachen mit den Glitzis, wo gehören die hin? Ja, so finde ich es eigentlich ganz schön. Also hier mal eine etwas andere winterliche Eisblumenverpackung. Ich finde, das ist so schön, dieses Gestempelte. Das macht sich schon gut. Und ja, mal einfach ein bisschen anders jetzt mit den Sternen. Schon ist es ein bisschen festlicher gestaltet oder ein bisschen mehr auf Weihnachten bezogen oder auf Winter. Ja, es ist ja eigentlich nicht typisch weihnachtlich, aber mit Sternchen, das macht es natürlich schon immer ein bisschen weihnachtlicher aus. Ich hoffe, ihr Lieben, euch hat die Box gefallen. Wie gesagt, die ist universell einsetzbar, schnell gemacht, vor allem wenn man das Designerpapier jetzt nicht selber stempelt, so wie ich das hier gemacht habe, sondern wenn man es einfach schon fertig benutzt. Ihr könnt es, wie gesagt, zu jeder Jahreszeit nutzen, auch eben zum Herbst. Hier nochmal meine Herbstidee. Oder auch als Adventskalender gestalten. Ich glaube, so passt das ganz gut, so sieht man es ganz gut. Die Stifte passen jetzt, wie gesagt, perfekt rein. Ich habe da nochmal die Blumenvariante, die finde ich auch sehr schön. Die passt halt natürlich noch ein bisschen besser zum Rest. Und die Sternenvariante eher so diese weihnachtliche, festliche Variante. Das sieht halt toll aus, wenn es da so rausschaut. Man hätte es auch ein bisschen noch weiter nach unten machen können, dass es da noch ein bisschen mehr drüber geht. Aber so steht es halt auch wunderschön ab. Es sieht man jetzt ein bisschen schlecht auf der Unterlage, aber ich glaube, so könnt ihr das erkennen, was ich meine. Es ist wirklich total schön. Okay, ich wollte euch noch ganz kurz einen kleinen Vorgeschmack geben für Sonntag. Denn am Sonntag gibt es nochmal einen Adventskalender, nämlich so einen. Und was sich da drin verbirgt und warum der so spät kommt, das erkläre ich euch am Sonntag. Also seid da gerne mit dabei. Jetzt möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.